Also ich hatte das dringende Bedürfnis, nach 6 Jahren Bremen da wegzugehen. Und ich wollte eigentlich zur Süddeutschen Zeitung gehen. Hab mich da, also kannte da niemanden, habe mich bei dem Chefredakteur beworben und kriegte darauf keine Antwort. Warum Süddeutsche Zeitung? Die fand ich ganz fantastisch. Die hat mich einfach gereizt als Blatt. Ein liberales. Mein Großvater kam also aus Franken, aus Nürnberg. Das war vielleicht eine kleine Verbindung, aber ich las die Süddeutsche Zeitung auch. Konnte ich mir nicht immer leisten, aber ab wann ich sie kriegte, habe ich sie dann genommen und gelesen. Und ja, das klappte nicht. Die meldeten sich einfach nicht. Und dann war ein Kollege vom Stern, Walter Unger, der war vorher, der kam aus Bremen, war nach einer längeren Berufsreise wieder in Bremen gelandet, bei den Bremer Nachrichten, da lernten wir uns kennen. Und der ging zum Stern und war dann Korrespondent des Stern in Berlin. Und der sagte, ich brauche hier noch jemanden, hast du Lust? Und als das kam, war natürlich die Lust sofort da, denn der Stern war ja nun damals neben dem Spiegel das Maß aller Dinge. Dort arbeiten zu können, war einfach ein Traum.